Was ist das denn da? Sprit. Hast du nicht die Pace-App? Nee, leider nicht. Dann wird es aber höchste Eisenbahn, mein Lieber. Man siehe sich hier an, diese Kunst der Kennzeichenbefestigung. Le-Kabelbinder, Le-Kabelbinder. Ich habe gerade die Karre hochgezogen und habe gemerkt, dass ich einfach noch so ein bisschen Seife von der Waschanlage an meiner Bremsscheibe habe, Alter. Gar kein geiles Gefühl. Ich habe mich zweimal auf die Fresse gelegt und dann fliegen meine Schuhe immer weg. So beide einfach, so fliegen in alle Richtungen. Ready for takeoff. Also wir können jetzt diese wunderschöne Landstraße hier im Wheelie runterbrezeln. Was hältst du davon? Nach rechts oder was? Ja, oder? Das sieht doch eigentlich ganz geil aus. Digga, heute haben wir noch gar keinen Kennzeichenschleifer rausgehauen. Junge! voll in die Eier gehauen. Der war geil, der sah richtig geil aus. Ja komm, zieh durch. Ja, los. Ja Mann, ja. Geil, anderthalb. Bitte abbremsen, 10 km/h. Ich bremse schon. Das kann nicht real sein. Guck mal hier, der LKW-Fahrer, hier ist 10 km/h. Ich bin deutsch, 10 km/h, Bruder. Also wer sich das ausgedacht hat, hat keine Ahnung von einem Kraftfahrzeug. Oh, Digga, ich freu mich so krass in die Fresse. Alter, ist das geil. Kennzeichen sieht halt auch echt gerade ziemlich im Arsch aus. Hä? Wie ist das denn passiert, Bruder? Ah, nein. Scheiße. Alter. Ich glaube, es ist irgendwie in den Radkasten geflogen, oder? Das ist doch schon wieder wie neu. Oh, Freunde, jetzt gönnt euch mal diese Aussicht hier. Es ist immer wieder heftig. Tagebau Garzweiler, aka die Leute, die jedes Dorf einfach platt machen, um an die Kohle zu kommen. Ja, Digga, für die nächste Generation, die freuen sich doch einen Ast ab. Oh, mein Kennzeichen ist abgeflogen. Nein, Digga. Oh, fuck, ey. Also offiziell wieder geschafft, mein Lieber. Denkt dran, macht das Kennzeichen immer gut fest. Denn wenn ihr das Kennzeichen nicht immer gut festmacht, dann fliegt's ab. Kleine Weisheit. Gib mal Sound, Alter. Oh, da kam eine Flamme, Alter. Das machst du aber echt richtig gut, Alter. Sag mal, bist du auch Künstler? Ja. Das ist schon gut. Könnt ihr das bestätigen? Ja. Würdet ihr sagen, das hier ist wirklich ein Künstler? Ja. 1+ mit Sternchen. Sehr schön. Also, ich würde sagen, so gibt es keinen Grund, mich anzuhalten. So, Freunde, ich habe es heute Morgen noch in den Kommentaren gelesen. David, ich würde dich echt mal auf einer Supersportler sehen. Und heute ist der Tag der Tage, denn Damir ist hier. Mein Lieber, ich grüße dich. Schönes Motorrad hast du da. BMW S1000 RR mit einer dezenten Folierung. Junge, das ist so brutal. Ich werde hier fast blind. Metallic foliert in Türkis. Offener Kupplungsdeckel, sowas habe ich noch nie gesehen. Jetzt mal ohne Scheiß, hat dich die Polizei damit schon mal angehalten und wenn ja, was sagt die? Also entweder die sagen, geiles Bike oder sie reißt mir die Folie runter. Ich möchte nicht der Folierer sein, der das Ding hier einmal komplett eingerappt hat. Keine Ahnung, ob das auf der Kamera so rüberkommt, aber ganz, ganz brutal. Boah, guck mal, wenn man hier steht. Ich kann da nicht reingucken, Digga. Ich werde wirklich blind. Sag das nicht. Wenn die Zeit kommt, sagst du, dass ich nicht so... Ist alles okay, ne? Blendet mich nicht. Nee, es blendet mich nicht. Was hast du hier für eine Tröte dran? Den SC Project 1. SC Project 1. Junge, das ist ja eine richtige Fisting-Pipe. Aber alles legal? Alles legal. Lass mal eine Runde fahren, oder? Du tust mir richtig leid, Mann. Du hast gerade schon so 15 Minuten auf uns gewartet, weil wir im Stau gestanden haben und dann jetzt hier bei gefühlten 30 Grad, Alter, in Lederkombi. Holy shit, ey. Ja, also man könnte sagen, das Arschwasser ist bei uns dreien auf jeden Fall reichlich vorhanden. Alter.
Während der Fahrt sieht es einfach noch heftiger aus. Guckt euch dieses Motorrad an, what the fuck. Das ist mit Abstand die allergeilste Supersportler, die ich jemals gesehen habe, von der Aufmachung her, wirklich. Bist du schon mal Supermoto gefahren? Noch nie. Okay, dann ist heute der erste Tag. Oh, ich weiß nicht. Und du sagst auch, ich darf die wheelen. Ja, wenn du es schaffst, dann... Oh, Gottes Willen. Ja, ich fahr mal eben auf und ab, ne? Eieiei, Alter, David auf einer Supersportler. Ihr habt es euch gewünscht.